Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich dir heute wieder ein Rezept mitgebracht und zwar für den absolut geilsten Kuchen ever. Zu Weihnachten habe ich daraus Muffins gemacht und dann hat Mike sich gewünscht, dass ich daraus einen Kuchen mache. Ich habe ihn schon mal probiert und jetzt nochmal perfektioniert und er ist absolut geil geworden. Ich habe ihn Peanut Butter Caramel Blondie genannt, weil hier unten haben wir eine Blondie-Schicht, dann eine Peanut Butter-Schicht, dann habe ich das Ganze mit weißer Schokolade getoppt und dann noch ein paar Brezelstückchen drauf verteilt, einfach damit es noch geiler aussieht und noch so ein richtiger Crunch bei entsteht. Also richtig, richtig, richtig geil. Der ganze Kuchen hat 1980 Kalorien, davon 82 Gramm Fett, 165 Gramm Kohlenhydrate und 136 Gramm Eiweiß. Also eine richtige Eiweißbombe. Klar, nicht ganz clean wegen der weißen Schokolade, aber kann man sich mal gönnen. Und ich zeige dir jetzt, wie man ihn macht. Wir benötigen eine Dose weiße Riesenbohnen, ein Ei, 250 Milliliter Mandeldrink, 100 Gramm Reismehl, 100 Gramm Battle Way gesalzenes Karamell und fürs Topping Peanut Butter Crunchy und weiße Konfitüre. Als erstes gießen wir die Bohnen ab, geben sie in eine Schüssel und waschen sie dann richtig schön gründlich. Wiederhole diesen Vorgang gerne einige Male, damit sie richtig schön sauber sind. Für eine bessere Verträglichkeit empfehle ich es dir, die Bohnen zu schälen. Es ist zwar ein klein bisschen mehr Arbeit, aber es lohnt sich definitiv. Dann gießen wir das Wasser ab und geben ein Ei hinzu. Als nächstes geben wir die Mandelmilch hinzu und pürieren das Ganze schon mal richtig ordentlich durch. Anschließend geben wir das Reismehl, das Salty Caramel Battle Way, eine Prise Salz und einen halben Teelöffel Backpulver hinzu und vermixen das Ganze richtig schön, bis eine homogene Masse entsteht. Du kannst es natürlich noch nach Belieben süßen, für mich allerdings genügt die Süße des Battle Ways. Dann nehmen wir uns eine Backform und fetten diese ein. Ich empfehle hier das Cooking Spray von Big Zone, damit lässt es sich perfekt portionieren und verteilen, ohne dass man einen zusätzlichen Pinsel benötigt. Last but not least geben wir dann den Teig in die Backform. Und wenn wir ihn richtig schön verteilt haben, kommt er für 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Sobald du den Kuchen aus dem Ofen geholt hast, lass ihn erstmal komplett auskühlen. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsteil und zwar dem Topping und meiner geliebten Peanut Butter. Ich benutze hier die Peanut Butter Crunchy, allerdings gesalzen. Wir lieben es gesalzen, deswegen machen wir da immer noch 2 Teelöffel Salz mit rein, rühren das alles kräftig um und deswegen ist wieder ein Crunchy Salted. Richtig, richtig geil, absolut zu empfehlen und wie gesagt, das kommt jetzt auf den Kuchen. Allein beim Anblick dieser Peanut Butter läuft mir hier gerade das Wasser im Mund zusammen und genau deshalb kann dieser Kuchen einfach nur richtig, richtig geil schmecken und ich empfehle dir hier wirklich nicht zu sparen, sondern eine richtig dicke Schicht Peanut Butter aufzutragen und ich verspreche dir, es schmeckt einfach nur göttlich. Als nächstes hacken wir 65 Gramm weiße Schokolade klein und erhitzen sie im Wasserbad. Wenn sie komplett flüssig ist, verteilen wir sie schön großzügig auf dem Kuchen. Nach Belieben kannst du noch ein paar Salzbrezeln zerbröseln und über den Kuchen streuen. Also
Also Lilly hat auf jeden Fall richtig Appetit drauf und ich hoffe, ich konnte dir jetzt auch Appetit auf diesen geilen Kuchen machen. Ich sag's euch, Leute, der ist so unglaublich lecker geworden und ich kann dir einfach nur empfehlen, ihn nachzumachen. Ihr habt's gesehen, er ist unglaublich leicht zu machen und wie gesagt, unglaublich lecker. Richtig, richtig geil und der Kuchen, er spricht ja auch eigentlich schon für sich. Er war mal doppelt so lang. Und jetzt lebt einfach nur noch die Hälfte. Mike kam nach Hause und ist natürlich direkt über den Kuchen gefallen, weil er einfach so geil ist. Also man kann es nicht einfach nicht anders sagen. Wer Karamell und Peanut Butter liebt, sollte es unbedingt nachmachen. Natürlich kann man auch dunkle Schokolade oder Vollmilchschokolade statt weißer Schokolade benutzen. Wir lieben einfach weiße Schokolade. Also ist es natürlich ein weißes Schokoladentopping geworden. Deswegen auch nicht ganz so clean, aber mal gönnen. Ansonsten natürlich alles super gesunde Lebensmittel. Die Peanut Butter hat natürlich auch ein bisschen Fett, aber gesunde Fette und wir brauchen Fett. In diesem Sinne kriegt das auch einen Daumen hoch und ich hoffe auch du gibst diesem Video und mir einen Daumen hoch. Abonniere gerne meinen Kanal, aktiviere die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video.